Vor 10 Jahren hat die letzte stattgefunden, eine allgemeine Volks- und Wohnungszählung. Um die Daten über die Bevölkerung in Italien und damit auch in Südtirol entsprechend EU-Vorgaben zu aktualisieren, müssen die Südtiroler wieder Rede und Antwort stehen. Stichtag für die 15. Volks- und Wohnungszählung ist der 9. Oktober. Die Teilnahme ist verpflichtend. Erhoben, also erfasst werden alle Haushalte und die darin wohnenden Mitglieder. Und zwar egal, ob sie jetzt dauerhaft in einer Gemeinde wohnen, also im Meldeamt der Gemeinde erfasst sind, oder nur zeitweilig sich in einem Gemeindegebiet aufhalten. Erfasst werden außerdem alle Gebäude und gezählt werden auch noch die Gemeinschaftseinrichtungen, wie zum Beispiel Altersheime oder Klöster und so weiter. Parallel zur Volks- und Wohnungserklärung werden die Südtiroler auch zu ihrer Sprachgruppenzugehörigkeit befragt. Wie Landeshauptmann Luis Durnwalder auf einer Pressekonferenz betonte, erfolgt die Eigenerklärung auf anonyme Weise. Verwendet wird die Sprachgruppenerklärung ausschließlich für statistische Zwecke bzw. für die Berechnung des ethnischen Proporzes. Diesmal ist das Neue, dass es nur mehr den statistischen Bogen gibt, während es früher, die Erklärung für uns war immer schon anonym, aber es war gleichzeitig auch die namentliche Erklärung, die dann beim Gericht deponiert wurde. Diese Erklärung, die dann bei der letzten Volkszählung abgegeben wurde, ist weiterhin gültig, bleibt aufrecht. Wir sammeln nur die statistischen Bögen, also den mittleren Teil des ursprünglich dreifach ausgefüllten Fragebogens. Und für die Personen unter 14 Jahren, die sich nicht selber erklären, geben die Erziehungsberechtigten oder Eltern die Erklärung ab. Das Formular für die Sprachgruppenerklärung wird von einem eigenen Zähler den Haushalten ausgehändigt und vor Ort wieder eingesammelt. Der Appell von Landeshauptmann Luis Durnwalder: Erklärt euch als solche, wie ihr euch fühlt. Die Sprachgruppenerklärung kann nicht online ausgefüllt werden, die Volks- und Wohnungszählung sehr wohl. Alle Haushalte erhalten in den kommenden Tagen ein Schreiben mit den entsprechenden Zugangsdaten für die Webformulare. Diese sind auf der ASTAT-Homepage in beiden Landessprachen zu finden. Wer nicht das Internet konsultieren will, hat andere Möglichkeiten. Stichtag ist der 9. Oktober, das heißt, auf diesen Tag werden sich alle Angaben im Fragebogen beziehen. Ausfüllen kann man online, im Internet, über das Bürgernetz einsteigen, www.provinz.bz.it/astat. Und wer den Bogen in deutscher und italienischer Sprache zur Verfügung haben möchte, bei der Seite vom ISTAT bekommt man den Fragebogen, kommt man nur zum italienischsprachigen Fragebogen. Wer kein Internet hat und das nicht online ausfüllen kann, der hat die Möglichkeit, sich zur Gemeinde an den Bürgerschalter zu wenden, den Besuch des Zählers abzuwarten, der ja ohnehin wegen der Sprachgruppenzählung vorbeikommt, oder sich auch zum ASTAT zu begeben. Alle wichtigen Informationen hat das Landesinstitut für Statistik auf seiner Homepage online gestellt. Außerdem kann bei Fragen die grüne Nummer 800 649 122 kontaktiert werden. Als Abgabefrist gilt 4 Monate für Gemeinden mit mehr als 20.000 Einwohnern, 3 Monate für Gemeinden mit weniger als 20.000 Einwohnern.